Wirtschaft muss nicht immer auf Geldvermehrung ausgerichtet sein, sie kann auch dem Allgemeinwohl dienen. Wie das funktioniert, erklärt uns Christian Felber. Er ist Initiator der Gemeinwohlökonomie. Herzlich willkommen bei Tirol Live. Vielen Dank für die Einladung. Mensch und Umwelt zuerst lautet in etwa die Maxime, aber vielleicht können Sie uns eingehend einmal erklären, was bedeutet denn Gemeinwohlökonomie? Ja, es ist eigentlich ein weißer Schimmel, weil wenn man sich die griechische Grundbedeutung von Oikonomia ansieht, dann war das eine Gemeinwohlökonomie. Es ging um das Wohl aller Haushaltsmitglieder, hat Aristoteles des Langen und des Breiten so beschrieben. Und es sollte eigentlich bis heute unverändert so sein. In der Bayerischen Verfassung steht wörtlich in Artikel 151, die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl. Nur einige wirtschaftswissenschaftliche Lehrbücher sind da auf einen anderen Pfad abgebogen, aber das ist die Verirrung, dass es primär um Geldwerte, um Kapitalmehrung ginge. Das sind die Mittel. Und in einer echten Ökonomie geht es ums Gemeinwohl. Und das würden wir mit einem Gemeinwohlprodukt für die Volkswirtschaft messen, das von der Bevölkerung definiert ist, mit einer Gemeinwohlbilanz für Unternehmen, die zeigen, was sie für die Umwelt, für die Gesellschaft, für die Demokratie, für die Menschenwürde tun, und auch mit einer Gemeinwohlprüfung für Investitionen, damit sichergestellt ist, dass die ökonomischen Mittel in eine nachhaltige Entwicklung fließen. Wie schaut denn das in der Praxis aus? Es gibt ja in Tirol einige Unternehmen, die sich dem Prinzip der Gemeinwohlökonomie verschrieben haben. Was kann man sich darunter vorstellen? Vielleicht haben Sie ein paar Beispiele. Sehr gern. Insgesamt sind es jetzt bald 1000 Organisationen, vor allem private Unternehmen, aber auch öffentliche Unternehmen, Schulen, sogar Hochschulen und Gemeinden und Städte, die eine Gemeinwohlbilanz erstellt haben. Und da schauen Sie eben, wie sehr Sie das Klima schützen. Ein Unternehmen, die Grüne Erde zum Beispiel, hat sämtliche Flüge gestrichen und stattdessen in die Videokonferenzinfrastruktur investiert. Wir haben mehrere Hotels, wie zum Beispiel Biohotels im Außerfern in Tirol, die schauen, dass sie etwas weniger Fleisch auf die Speisekarte setzen oder sogar noch weniger. Das Trinkgeldregime zum Beispiel wird von allen gemeinsam erarbeitet und dann demokratisch beschlossen. Das ist in anderen Hotels passiert. Es sind auch die Stadtwerke Kufstein und Wörgl und der Tourismusverband Wilder Kaiser. Die schauen dann, wie können die Leute mit nachhaltiger Mobilität anreisen. Und so gibt es viele kleine Schritte, auf die man dann durch die konkrete Erarbeitung der Gemeinwohlbilanz kommt. Das heißt, da gibt es viele Überschneidungen auch in Bezug auf Nachhaltigkeit. Jetzt auf das Klima bezogen auch, oder? Eine ganz wesentliche Überschneidung, weil das Gemeinwohl ist ja die Summe der Werte Menschenwürde, Solidarität, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit ganz prominent und Demokratie. Warum die fünf? Weil das sind die fünf häufigsten Verfassungswerte in Demokratien und das Gemeinwohl beschreibt eben die Summe dieser fünf Grundwerte. Kritiker sagen jetzt aber, dass dieses Modell wettbewerbs- und wirtschaftsschädigend ist, weil wir leben nun mal in einem System, wo Gewinnmaximierung immer noch das, ein wichtiger Teil davon ist, formulieren wir es einmal gelinde. Also ist das in Ihren Augen auch so, ist das wettbewerbs- und wirtschaftsschädigend? Also zunächst einmal, es kommt viel näher der Bedeutung von Wirtschaft, als wenn wir Aktivitäten pflegen, wo es primär um Geld- oder Kapitalmehrung geht. Das wäre nach den Begriffen von Aristoteles wäre das sogar das Gegenteil von Wirtschaft, das wäre Kapitalismus. Das ist eine Entartung der eigentlichen Ökonomie, der Wirtschaft. Und wie wir die Wirtschaft dann gestalten, ob wir die stärker als ein Gegeneinander organisieren, mit ganz vielen Verlusten und Ängsten, es gibt ganz viel systemische Angst und Verlierer in der Wirtschaft, oder ob wir sie stärker als Kooperation organisieren, das ist schon eine Gestaltungsfrage. Und hier steht die Gemeinwohlökonomie ganz klar hinter den Verfassungswerten der Solidarität und der Kooperation, statt die Leute strukturell gegeneinander in Position zu bringen, was auch aus der psychologischen Motivationsforschung, wir wissen, uns letztlich zu einer schlechteren Leistung anspornt, weil der Wettbewerb und das Gegeneinander mit mehr Angst als das Miteinander verbunden ist. Motivation ist ein gutes Stichwort. Sie haben sich öffentlich immer wieder für ein bedingungsloses Grundeinkommen ausgesprochen. Warum sind Sie so davon überzeugt? Also im Modell der Gemeinwohlökonomie ist es gar nicht vorgesehen. Da ist nur jedes vierte Jahr ein sogenanntes Freijahr, ein Sabbatical vorgesehen, wo man dann bedingungslos von der Gemeinschaft für ein Jahr lang unterstützt wird. Aber im derzeitigen Zustand des Kapitalismus, wo so viele Menschen an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden oder durchfallen und in
im Manifest der Armut leben und in verfestigter Armut leben, wir sprechen von Unterschichten, da braucht es einen Mindestschutz. Und das bedingungslose Grundeinkommen wäre der Mindestschutz für die Menschenwürde, damit die ein menschenwürdiges Überleben bekommen können. Und das ist der höchste Wert in unseren Verfassungen. Und das ist jetzt eine Notwendigkeit, aber nicht zwingend in einer vollentwickelten Gemeinwohlökonomie. Welche Auswirkungen hätte denn ein bedingungsloses Grundeinkommen auf die Arbeitsmoral? Es gibt ja jetzt schon Unternehmer, die sagen, auch die Kurzarbeit hat sich schon negativ auf die Motivation der Mitarbeiter ausgewirkt. Also die Studien, die ich kenne, die zeigen, dass dann Menschen endlich einmal weniger Angst haben. Sie können aufatmen, sie sind freier, weil sie nicht gezwungen sind, irgendeinen Job, der ihnen gar nicht zusagt oder der sie gar nicht erfüllt oder der sie gar nicht weiterbringt in ihrer ganzheitlichen Entwicklung, weil sie den nicht mehr annehmen müssen. Und sie können sich frei Gedanken machen, welchen Tätigkeiten sie sich eigentlich widmen wollen. Als Psychologen und Sozialpsychologen wissen wir, Menschen wollen tätig sein und sie wollen auch was Sinnvolles zur Gemeinschaft beitragen. Das sind biologisch und psychologisch erwiesene Grundbedürfnisse im Gegensatz zum Wettbewerb, um einen kurzen Schwenk zurückzumachen. Aber tätig sein, kreativ tätig zu sein und etwas Sinnvolles zur Gemeinschaft beizutragen, das sind Grundbedürfnisse. Das heißt, sobald Menschen die nötige Freiheit haben durch ein bedingungsloses Grundeinkommen, dann werden sie tätig werden und sie werden sinnvoll tätig werden, statt sinnlos tätig werden. Weil wenn primär das Motiv die Geldvermehrung ist, dann ist ein Teil der wirtschaftlichen Aktivitäten sinnlos, zerstörerisch und auch gegen die Menschenwürde gerichtet. Und so gesehen würden wir zu einem sinnvolleren Wirtschaften, zu einem menschenwürdigeren Wirtschaften und zu einem nachhaltigeren Wirtschaften kommen. Aber glauben Sie nicht, dass dann bestimmte Berufsgruppen, dass es dann dafür kaum Freiwillige gibt, die diesen Weg noch einschlagen, weil die diese Jobs noch ausführen wollen? Und das fände ich sehr, sehr gut, wenn es zum Beispiel niemanden gibt, der 8 Stunden am Tag an einer Kopiermaschine steht oder der Fleisch in einer Massentierhaltung zerlegen muss. Das finde ich wirklich einen Fortschritt für die Menschheit, wenn so sinnlose Jobs wegfallen würden. Gut, aber irgendjemand muss die Arbeit ja machen. Das sehen wir ja auch im alltäglichen Leben, angefangen bei den Reinigungskräften. Also das sind zentrale Aufgaben, die vielleicht nicht jeder unbedingt immer ganz so freiwillig machen will. Wie würde das dann mit einem bedingungslosen Grundeinkommen funktionieren? Glauben Sie, dass Menschen dann diese Jobs dennoch ergreifen wollen? Also ein Teil der Jobs würde wegfallen, weil sie nicht gemacht werden müssen, weil es dann keine Nachfrage gäbe. Aber wenn man zum Beispiel von sinnvollen Jobs sprechen, die heute schlecht bezahlt sind, sei das die Toilettenreinigung oder die Altenpflege, die ist ja total sinnvoll und die wird auch weiter nachgefragt werden, die muss dann besser bezahlt werden. Und das ist ein großartiger Nebeneffekt des bedingungslosen Grundeinkommens, dass die sinnvollen, aber heute schlecht bezahlten Tätigkeiten endlich menschenwürdig entlohnt würden. Die nachkommenden Generationen haben ja wieder andere Werte und andere Einstellungen Arbeit gegenüber. Stichwort Work-Life-Balance. Jetzt wird immer wieder diskutiert, die Arbeitszeiten zu reduzieren. Die 4-Tage-Woche ist ja seit Jahrzehnten immer wieder mal Thema. Wie stehen Sie denn gegenüber einer Arbeitszeitreduzierung? Also gegenüber einer Arbeitszeitreduzierung von dem heutigen 38,5 oder 40 Stunden Standard sehr positiv, weil wenn man in die Geschichte zurückblickt, dann ist es den Menschen am besten gegangen, wenn sie ungefähr 20 Stunden den wichtigsten Tätigkeiten gewidmet haben, um dann aber mehr Zeit für kreativere Tätigkeiten, für Beziehungsarbeit, für Fürsorgearbeit, für Kunst, für Studium, für Gemeinschaftsarbeit, für Demokratiearbeit. Dafür, wofür heute die Zeit hinten und vorne fehlt, da stünde dann mehr Zeit zur Verfügung. Wir wären nicht mehr so irre produktiv und effizient und innovativ wie heute, aber wir sind ja mittlerweile zu innovativ und zu effizient und zu produktiv wegen diesem unnötigen Wettbewerb, den wir ja gar nicht in diesem Ausmaß wollen. Und wir könnten uns dann viel erfüllenderen, entspannenderen, kreativeren und unserem ganzheitlichen Menschsein einfach in höherem Maß entsprechenden Tätigkeiten widmen. Und dadurch würde unsere Lebenszufriedenheit und kurz gesagt unser Glück in höherem Maße vorhanden sein als heute. Einen minimalen Einblick hat der eine oder andere ja sicher während der Kurzarbeitsphase bekommen können. Wie ist es generell mit der Pandemie, dieses Besinnen auf das Wichtigste, herauszufinden, was ist uns wichtig, was braucht man zum Leben, auch nochmal Werte zu überdenken, das ist ja auch großes Thema jetzt in der Krise gewesen und ist es noch. Inwiefern hat das Modell der Gemeinwohlökonomie beeinflusst? Ist das jetzt so ein bisschen ein Hype, ein Sprungbrett dafür?
Zum Glück ja. Also vielleicht der erfreulichste Nebeneffekt der Pandemie ist, dass Menschen zum Innehalten gekommen sind, zum Nachspüren gekommen sind, was brauche ich wirklich, was macht mich glücklich. Und genau das wäre ja der Beginn unseres Wirtschaftsverständnisses, dass wir als demokratische Gemeinschaft gemeinsam darüber nachdenken, was ist das Allerwichtigste im Leben, die allerhöchsten Ziele und Werte des Zusammenlebens und des guten Lebens für alle. Und dass dann vielleicht die 20 am stärksten unterstützten Vorschläge, ganz sicher Gesundheit, Lebenszufriedenheit, Glück, Beziehungsqualität, Zeitwohlstand, Kreativität, politische Beteiligung, Grundrechte, Nachhaltigkeit im umfassenden Sinne oder Friede, das werden dann die Ziele des Wirtschaftens. Das ist dann die Operationalisierung des Gemeinwohlziels, nicht nur der bayerischen Verfassung. Und die werden dann zu einem volkswirtschaftlichen Gemeinwohlprodukt komponiert. Das streben wir dann an statt dem Bruttoinlandsprodukt, das nur finanzielle Werte aggregiert und aber eigentlich in der Lebensqualität überlang verschlechtert. Und die Unternehmen werden dazu angereizt und dafür belohnt, wenn sie etwas zum Wachstum des so definierten Gemeinwohlprodukts beitragen. Das wäre nach neueren Begriffen eine Gemeinwohlökonomie, aber eigentlich wäre es die ursprünglich gemeinte Ökonomie. Wohin können sich Unternehmen, Gemeinden, sonstige private Interessierte wenden, wenn sie da jetzt Blut geleckt haben? Also die Initiative ist vor 11 Jahren in Österreich, in Wien, Niederösterreich, dann auch rasch Bayern, Tirol und Südtirol entsprungen. Und mittlerweile sind wir in 33 Staaten unterwegs und in Österreich gibt es in jedem Bundesland eine Regionalgruppe. Das wäre die Regionalgruppe Tirol, an den Verein, den Förderverein kann man sich wenden. Da sind schon 30 Unternehmen dabei, die die Bilanz gemacht haben. Es sind auch Kommunen aufmerksam. Wir haben 2 LEADER-Projekte und auch öffentliche Unternehmen, Bildungsinitiativen. Einfach an den Tiroler Förderverein sich wenden und da sind alle Wirtschaftsbetriebe, alle Gemeinden und politischen Gebietskörperschaften und alle Bildungseinrichtungen natürlich an erster Stelle alle Privatpersonen herzlich willkommen. Wunderbar. Herr Felber, ich danke Ihnen für die Einblicke. Sehr gerne. Danke für die Einladung. Im Namen des gesamten Teams der Tiroler Tageszeitung auch Ihnen danke für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Klicken Sie wieder rein.